Dann freue ich mich jetzt, mit euch zu üben. Setz dich doch noch mal bequem hin, gerne etwas erhöht auf einer Decke oder auf einem Block. Und leg die Hände auf die Oberschenkel oder in den Schoß. Ist immer schön, die aktive Hand, wenn du Rechtshänder bist, zum Beispiel oben zu halten und ganz entspannt in die andere Hand hineinzulegen. Und dann, wenn du deinen Sitz bewusst gewählt hast, schließ die Augen und gönn dir einen Moment des Ankommens. Ja, draußen windet es. Es ist relativ stürmisch. Es wird wieder vieles verwirbelt und weggefegt. Und das können wir auch im Inneren spüren. Aber wenn wir jetzt eben uns bewusst ausrichten, dann erkennen wir so diese Ruhe und diesen Frieden in uns wieder oder entdecken es, entdecken. Ich finde auch so die deutsche Sprache ist so faszinierend, ja. Du deckst etwas auf, du kommst in Bereiche, die verdeckt waren. Also genieß es auch hier jetzt über diesen jetzigen Moment Neues in dir zu entdecken, was dann wahrscheinlich gar nicht so neu ist, sondern schon immer da war. Und so aus einer anderen Ebene heraus die Dinge sehen zu können. Also die Wahrnehmung verändert sich. Wir kommen aus dem Gedachten. Damit meine ich, dass wir oft oder die meisten Gedanken, die sich ganz automatisch abspielen in uns, gar nicht von uns sind, sondern eben durch die Erfahrungen von anderen in uns eingesetzt worden sind oder die wir auch so einfach aufschnappen im Alltag. Und dann denken wir das einfach weiter, ohne dass es bewusst funktioniert. So ist es eigentlich immer die Antwort oder die Lösung, in die bewusste Wahrnehmung zu kommen, Antworten aus dir herauszufinden, aus dir heraus zu leben, zu entscheiden und zu kreieren. Und lass uns jetzt einfach diese Stunde dazu nutzen. Der Atem hilft uns, nach innen zu kommen. So nimm doch gerne einen tiefen, tiefen Atemzug richtig weit ein. Und vollständig ausatmen, komplett leer werden, hier ankommen, in dir. Ich meine, wir sind eigentlich immer angekommen, aber dadurch, dass wir uns eben davontragen lassen durch die Gedanken, werden wir immer wieder weggewegt, davongefegt in das, was jetzt ist. So, spür deinen Körper, entspann deinen Körper, lass ihn nach unten tief in die Unterlage sinken und richte dich innerlich auf. Bewusst erinnern, im Inneren erfahren, dass wir ein Teil von Mutter Erde sind, verbinde dich von ihr, mit ihr meine ich. Spüre es in dir. Und innerlich richte dich auf und verbinde dich auch wieder bewusst mit dem Kosmos, mit Vater Himmel oder dem Göttlichen in dir. Und
Gelange dann mit deiner Achtsamkeit in deinen Herzraum und nimm dich über die Gefühlsebene wahr. So, wenn es unruhig ist im Kopf, im Außen, es hilft wirklich, dieses Zentrieren und über die Gefühlsebene wahrzunehmen. Dann sind wir präsent. So spüre, wie dein Atem sich ausdehnt. Dein Atem ruhig und gleichmäßig ein- und ausströmt. Und es auch eine innere Ruhe offenbart, aufdeckt, die Decke wegfegt über den Atem. Und so erkennst du dich, so bist du bei dir. Lass uns gemeinsam das umsingen, einfach nur, weil uns das auch nochmal ganz tief in die Schichten, in die Urfrequenz unseres Seins bringt. Und wenn du möchtest, die Hände vor das Herz, ins Anjali Mudra. Auch das gibt uns Zentrierung, Ausrichtung auf das, ja, Wesentliche. Sanft einatmen. Spüre. Wenn du möchtest, senk die Stirn. So ein liebevolles Begrüßen von dem, was jetzt ist. Liebevolles Annehmen von dem, was jetzt ist. Und so eben die Frequenz zu erhöhen und aus dieser Frequenz heraus eben entsprechendes Neues kreieren. Und wenn du soweit bist, dann öffne die Augen. Streck die Beine einmal nach vorne aus, flexpointe die Füße. Nimm jetzt ganz bewusst hier die Basis wahr, deine Füße, Fußgelenke, Knie, bis in dein Becken hinein. Und dann komm von hier in den Vierfüßlerstand. Halte alles griffbereit, was du brauchst, eine Decke oder einen Block. Und fühle jetzt hier den Atem. Mit deiner Einatmung hebst du das Brustbein und ziehst die Schultern leicht zurück. Und mit der Ausatmung kipp dein Becken, zieh den Nabel nach innen, nach oben, weite hier den Raum zwischen den Schulterblättern. Wiederhole das 4, 5 Mal. Und nimm diese kleine Bewegungsabfolge, um jetzt deinen Atem ganz bewusst ein- und ausströmen zu lassen. Er rauscht durch die Kehle. Und du setzt auch bewusst Mula Bandha, ziehst die Sitzbeinknochen zueinander, Nabel nach innen.
und spürst, wie der Brustkorb richtig schön weit wird. Ein und wie der Nabel wirklich aktiv zurückgezogen wird mit der Ausatmung. Dein Blick ganz ruhig im Inneren verwurzelt, ausgerichtet auf das Ewige. Und dann von hier stell gleich die Füße auf mit der Ausatmung und drück dich zurück in den nach unten schauenden Hund. Vielleicht beugst du abwechselnd das eine und dann das andere Bein ein, zweimal und schiebst dabei kraftvoller die Handflächen in die Matte, spreizt die Finger, wurzelst deine Hände. Bewegungen jetzt ruhig werden lassen. Der Nackenbereich ist frei und du atmest tief in den Brustkorb ein. Ziehst die Kniescheiben hoch, Oberschenkel an den Knochen. Atme aus. Tief ein. Komplett ausatmen. Zieh dein Sitzbeinknochen weit, weit nach hinten hoch. Tief ein. Vollständig aus. Tief einatmen. Atme aus. Noch einmal tief ein. Und vollständig ausatmen. Und dann komm von hier einatmen nach vorne in die schiefe Ebene. Und ausatmen wieder zurück in den Hund. Mit der Einatmung nach vorne in die schiefe Ebene. Schieb das Brustbein weit, weit nach vorne und ausatmen zurück in den Hund. Und dann komm wieder nach vorne, einatmen in die schiefe Ebene und bringe ausatmen Knie, Brust und Kinn zum Boden ab. Einatmen in die Kobra, bleibe hier, atme aus, leg die Stirn ab, verschränk die Finger hinter dem Rücken, roll die Schultern hoch und zurück. Und fang an, mit den Beinen zu paddeln. Wenn das zu viel für die Beine ist, für den unteren Rücken, dann lass die Füße am Boden, aber atme jetzt tief in den Brustkorb ein und Nabel nach innen ausatmend. Tief ein. Atme aus. Ruhig ein. Atme aus. Einatmen. Atme aus, nochmal ein. Atme aus, erde alle Zehennägel in die Matte, Hände neben die Rippen, Stirn zum Boden. Einatmen, öffne dich in die Kobra, schieb mehr Gewicht in die Hände und gleich über den Vierfüßlerstand, Knie, die Stirn zum Boden. Bleibe hier und streck dich hier noch einmal ganz lang. Atme tief ein. Atme aus, heb dein Gesäß, schau, dass du hier stabil bist, mach noch eine kleine Sequenz. Innen Ellenbogen schauen sich an oder ja, die Armbeugen besser gesagt und dann streck das rechte Bein, pointe den Fuß, zieh den Nabel nach innen und mit der Ausatmung das gestreckte rechte Bein nach links einmal abdupsen zum Boden über die Mitte zur rechten Seite. Und dann wiederholst du das ein paar Mal, wie so eine Scheibenwischerbewegung, mit dem Atem verbunden. Aus nach links, ein nach rechts. Halte wirklich den Beckenboden stark und spüre wirklich ein aktives, gestrecktes Bein. Tief der Atem. Noch viermal ungefähr. So, noch einmal nach rechts, dann in die Mitte einatmen. Und mit der Ausatmung bringst du Knie und Nasenspitze zusammen, rundest den Rücken. Und mit der Einatmung streckst du das Brustbein, streckst das rechte Bein zurück
Und ausatmen, mach dich wieder ganz klein und rund. Einatmen, Strecke. Ausatmen, rund werden. Lass die Arme gut gestreckt. Heb auch das Brustbein, wenn du das Bein nach hinten streckst. Und wieder ganz rund werden. Hebe, öffne. Und noch einmal ganz rund. Und noch einmal das rechte Bein nach hinten strecken. Und ausatmen, rechten Fuß, versuch das. Du kannst gerne die rechte Hand abheben. Genau dahin stellen, wo die rechte Hand war. Komm auf die Fingerspitzen, atme ein. Und jetzt streckt das rechte Bein, schiebt das Gesäß ein bisschen zurück, den rechten Fuß ein paar Zentimeter nach vorne, flex den Fuß. Nimm dir gerne die Hände auf die Blöcke und lass den Kopf los. Tief ein. Atme aus. Ruhig einatmen. Herzraum weit, Schultern entspannt, atme aus. Tief ein. Ausatmen. Spür deinen Beckenboden ein. Atme aus. Und noch einmal einatmen. Atme aus. Heb sanft den Kopf auf die Fingerspitzen, einatmen, beug das rechte Bein, sodass die Fußsohle kraftvoll am Boden ist. Und mit der Ausatmung heb das linke Knie und mach einen Schritt nach vorne. Lass dich über beide Beine, die gerne gebeugt sind, nach unten tauchen. Komm auf die Fingerspitzen, nimm gerne die Hände etwas weiter nach vorne, sodass sie unter den Schultern sind, Rücken lang. Und mit der Ausatmung beug dich über beide Beine, zieh den Nabel nach innen, lass den Kopf los. Zweimal wiederholen, einatmen, strecke. Atme aus, komplett leer. Und noch einmal einatmen, strecken. Atme aus, komplett leer. Setze jetzt die ganze Handfläche in die Matte, streck das rechte Bein nach hinten, großer Ausfallschritt. Und das andere Bein dazu, schiefe Ebene. Bleibe hier, atme ein und dann streck dich rück in den nach unten schauenden Hund aus. Einatmen, komm nach vorne in die schiefe Ebene. Halt die Beine stark. Ausatmen, bringe Knie, Brust und Kinn zum Boden ab. Einatmen, schlängel dich in die Kobra. Starke Beine, weites Herz. Po Richtung Fersen, Pause. Stell die Füße auf. Streck dich hier nochmal lang die Stirn zum Boden. Bleibe hier ein. Und atme aus. Komme in den Vierfüßlerstand, einatmen. Und dann finde ich hier wieder so Aktivität, unteren Bauch. Schultern ziehen sanft zurück. Streck das linke Bein, pointe den Fuß, halte das Bein wirklich ganz aktiv und mit der nächsten Ausatmung tippe deine Zehenspitzen. Einmal nach rechts, dann über die Mitte, nach links. Und dann mach das wieder in deinem Atemrhythmus. Mit Kraft aus dem unteren Bauch. Kraftvolles Bein. Und trotzdem schwingt die Bewegung auch. Fühl dich auch frei und leicht im Schulter-Nackenbereich. Noch fünfmal. Das wäre schön, die Rückseite des Beines kräftigen und auch die Gluten, Maximus, Gluteus. Ist auch wichtig, dass wir einfach mit Kraft arbeiten. Gut. Dann streckt das linke Bein nach hinten, einatmen mit der Ausatmung. Beug, Knie, bringt Knie und Nasenspitze zusammen, runde den Rücken, einatmen, streck das Bein, reck dein Brustbein, ausatmen, mach dich klein und rund, einatmen, strecken, ausatmen, ganz rund werden, einatmen, strecke, aus, klein und rund, ein, streck dich, aus. Runde dich. Jetzt noch einmal das Bein nach hinten strecken ein.
Und dann den rechten Fuß nach vorne, da wo die, den linken Fuß nach vorne, Entschuldigung, da wo die linke Hand war. Komm gerne auf die Fingerspitzen, einatmen hier. Und dann schiebt das Gesäß wieder so über das Knie, streckt das linke Bein ein bisschen nach vorne, flext den Fuß und lass den Kopf los. Atme tief ein. Atme aus dem Bauch aus. Entspann die Schultern, einatmen, Herzraum weit. Atme aus. Komplett leer. Einatmen. Atme aus. Tief ein. Vollständig aus. Tief einatmen. Atme komplett aus. Noch einen tiefen Atemzug hier. Atme aus. Einatmen, heb dein Brustbein, stell den linken Fuß auf, heb das rechte Knie und dann Schritt nach vorne, gerne hüftbreit ankommen, Herz weit ein, tauch über die Beine. Und dann wieder gerne mit den Händen ein bisschen nach vorne kommen, einatmen, Rücken lang. Ausatmen, gern die Knie gebeugt, lass dich über die Beine nach unten sinken. Fühl, wie der Atem strömt ein. Und werde leer, atme aus. Noch einmal strecke dich ein. Atme aus. Einatmen, heb das Brustbein, bring die Fersen nach außen, dann die Fußballen und setz dich tief in die Hocke. Bring die Hände vor das Herz, Ellenbogen, Knie zueinander schieben. Einatmen, gerne auch auf einem Block sitzen oder was unter die Fersen legen. Atme aus dem Bauch aus. Einatmen hier. Und atme aus. Ruhig und achtsam einatmen. Auch hier lass wieder den Blick entspannen, die Gesichtszüge entspannt. Nimm komplett wahr. Deinen Körper, wie der Atem durch den Körper strömt und dein Geist ganz ruhig, ausgerichtet, beobachtet. Noch einen. Bring dann die Hände zum Boden, heb den Po. Bring die Füße wieder parallel und lass dich hier ausatmen, nochmal über die Beine nach unten sinken. Dann beug die Knie und verschränk die Finger hinter dem Rücken. Zieh die Arme lang, Schultern weg von den Ohren und lass dich hier gerne über die weit geöffneten Füße nach unten sinken. Tief der Atem. Erde auch ganz besonders die Fersen. Noch zwei Atemzüge hier. Mit deiner Einatmung beug die Beine, nimm die Arme nach vorne, setz dich tief nach unten in den Stuhl, atme aus, setze noch ein bisschen tiefer und dann komm von hier langsam nach oben, verschränk die Finger ineinander zu einer Faust und lehn dich nach links. Einatmen in die Mitte. Streck dich lang und ausatmen nach rechts. Einatmen in die Mitte. Und wieder nach links. Einatmen in die Mitte. Und noch einmal nach rechts. Einatmen zur Mitte. Senk die Hände, atme aus. Einatmen, streck die Arme, richte dich auf. Und ausatmen, tauche mit weitem Herzen nach unten. Komm erstmal auf die Fingerspitzen und steig mit dem linken Bein nach hinten. Bleibe hier, linke Hand in die Matte, heb den rechten Arm, zieh die Schultern zurück, halt das hintere Bein stark.
Innenoberschenkel zueinander und kreis gerne dein rechtes Handgelenk mit einer Faust oder gestreckten Fingern, wie du möchtest. Fühl den Atem tief. Spür deine Beine aktiv. Dein Herz weit. Andere Richtung kreisen. Atme ein, streck die Finger. Rechte Hand zum Boden, schiefe Ebene aus, bleibe hier ein. Und dann ausatmen mit Knien. Die Arme beugen, aber nicht ganz. Nach vorne schiebe. Herzraum weit, du bist so in der halben Liegestütze. Und dann streck die Arme. Und noch einmal beug die Arme. Und streck die Arme. Mach das noch einmal. Fühl den Raum zwischen den Schulterblättern. Der Nabel zieht nach oben und dann streck die Arme und drück dich in den nach unten schauenden Hund. Atme tief ein. Und atme aus. Einatmen. Komm auf die Zehenspitzen. Beug die Beine, blick nach vorne. Und jetzt kannst du in kleinen Schritten, lass den Po oben nach vorne laufen. Oder nach vorne springen, heb das Brustbein an und lass dich dann weich über die Beine nach unten tauchen, die Füße gut erden und dann kommst du nach oben einatmen, heb die Arme über den Kopf und senkst die Hände. Einatmen, streck die Arme hoch. Ausatmen, tauche, dein Herz führt bis nach unten ab. Hände gut und weit, Brustbein anheben, ein. Und jetzt steig mit dem rechten Bein nach hinten, bleibe hier. Linke Knie über der linken Ferse. Zieh die Schultern zurück und heb den linken Arm ein. Und atme aus, füll die Beine stark, mach eine Faust vielleicht und kreis dein linkes Handgelenk. Paar Mal. Tief und ruhig, der Atem. Für den ganzen Körper einmal. Wirklich kräftigen, mobilisieren. Dazu sind wir ja da. Andere Richtung kreisen. Hier jetzt auf der Matte. Dem Körper auch die Aufmerksamkeit geben, die Möglichkeit, sich aus der richtigen Perspektive zu fühlen, zu sehen, zu spüren. Streck die Hand, die linke Hand zum Boden, einatmen. Schiefe Ebene aus. Bleibe hier ein. Bring die Knie zum Boden. Beug wieder die Arme. Und jetzt entweder wie gerade eben die Arme strecken oder du pointest die Füße und ziehst dich einmal hoch in den aufwärts schauenden Hund. Schultern zurück, Hüften nach vorne und dann von hier in den nach unten schauenden Hund. Bleibe ein. Atme aus. Wieder ganz viel Länge schaffen, einatmen, atme aus, tief ein, vollständig aus. Und noch einmal ein, komm auf die Zehenspitzen, beug die Beine, blick nach vorne, entweder laufst du mit gebeugten Beinen oder du springst nach vorne, hebst das Herz. Und lässt sich über die Beine nach unten tauchen. Komm, einatmen nach oben, heb die Arme und ausatmen, senk die Hände. Einatmen, heb die Arme, streck dich lang. Ausatmen, tauche nach unten, die Hände gut erden. Einatmen, Rücken lang, linkes Bein nach hinten. Und jetzt komm von hier gleich in die Liegestütze mit oder ohne Knie. In den aufwärts schauenden Hund oder Arme strecken. Und zurück nach unten schauender Hund. Atme ein. Atme aus. Hände groß und weit. Heb das rechte Bein nach hinten hoch. Einatmen. Ausatmen, einmal Knie und Nasenspitze zusammenführen, Becken hoch. Einatmen, streck das Bein nach hinten, wir wiederholen das nochmal. Und dann wieder Schultern vor,
Heb dein Becken, bring Knienasenspitze zusammen und dann noch einmal zurückstrecken. Und dann guck nach vorne, setz den rechten Fuß zwischen die Hände, linke Ferse zum Boden, also spürst hier die Kraft in den Beinen und hebst den Oberkörper an, einatmen, heb die Arme. Mit der Ausatmung zieh den Nabel etwas nach innen, Oberkörper nach unten, schwing die Arme, entweder kannst du die Finger zum Boden oder nach hinten. Wir kommen dreimal nach oben. Einatmen, hebe, öffne. Heb dich von den Hüftknochen. Ausatmen, durchschwingen. Einatmen, heben. Und ausatmen, durchschwingen. Einatmen, heb die Arme. Und ausatmen, jetzt die Hände zum Boden. Und der Schritt geht hier nach vorne. Lass dich über die Beine nach unten tauchen. Spür dein rechtes Bein stark, durchblutet, lebendig, Rücken lang. Und nochmal über die Beine nach unten. Setz den Po tief, komme in den Stuhl, Utkatasana. Und dann zum Stehen, Tadasana. Setz den Po wieder tief, einatmen, Utkatasana. Und die Hände zum Boden, Uttanasana. Einatmen, rechtes Bein nach hinten. Von hier Liegestütze, Knie, Brust, Kinn mit oder ja, deine Variante finden. Dich in die Rückbeuge heben, Kobra oder aufwärts schauender Hund. Und zurück nach unten schauender Hund. Bleibe hier, atme ein. Komplett leer werden. Heb das linke Bein nach hinten hoch, einatmen. Und dann bring Knie und Nasenspitze zusammen. Heb dein Becken hoch. Ein, streck das linke Bein nach hinten. Ausatmen, Schultern vor, Knie, Nasenspitze hoch. Einatmen. Und jetzt den linken Fuß ausatmen nach vorne. Rechte Ferse zum Boden, fühl dich hier wieder stark, das linke Bein gebeugt, heb dich nach oben, fühl dich von den Hüftknochen geführt. Und dann ausatmen, zieh den Nabel nach innen und senk die Hände nach unten und vielleicht nach hinten und dann wieder hoch ein. Ausatmen nach unten, spür die starken, geerdeten Beine. Einatmen hoch. Ausatmen, nach unten und noch einmal hebe dich, einatmen und ausatmen, nach unten. Hände zum Boden, einatmen, heb die hintere Ferse, Schritt nach vorne, Rücken lang und lass dich über die Beine nach unten tauchen. Setze den Po tief, komme in den Stuhl, Utkatasana ein. Und dann zum Stehen, Tadasana. Bring die Füße zusammen, setz den Po tief in den Stuhl, Utkatasana. Und dann twiste nach rechts, linken Ellenbogen außen an das rechte Knie, Hände vor das Herz, atme ein. Atme aus, zieh die linke Hüfte ein bisschen mehr rück, wenn die Knie verschoben sind, einatmen. Atme aus, Knie sollten so auf einer Ebene sein. Einatmen, atme aus, komm in die Mitte ein, streck die Arme und zur anderen Seite, twiste dich hier, zieh die Schultern rück, rechte Hüfte rück ein, atme aus, eins, einatmen, ausatmen, zwei, einatmen und ausatmen, drei. Streck die Arme lang, einatmen, dann bring die Hände zum Boden, komm auf die Fingerspitzen, bring die Füße hüftbreit und dann greif dir mit Zeige und Mittelfinger von innen den Großzeh unten drunter, zieh den Rücken lang, Daumen oben drauf und dann lass dich gerne auch über die gebeugten Beine nach unten tauchen, weit in dein Herz. Schultern ziehen sanft weg von den Ohren.
Aktiv aus dem Bauch. Schau, dass die Einatmung genauso lang ist wie die Ausatmung. Der Atem rauscht durch die Kehle. Dein Atem fließt frei und leicht, aber beständig. Noch einen Atemzug hier. Dann strecke die Arme, einatmen. Löse die Hände in die Hüften. Zieh die Ellenbogen, Schultern hoch, Nabel nach innen. Einatmen, komm mit geraden Rücken nach oben zum Stirn. Spüre dich in Tada, Tadasana in der Berghaltung. Die Füße geerdet, der Scheitel strebt nach oben. Nimm deinen Atem wahr. Dann mit dem linken Fuß einen Minischritt zurück und erde den linken Fuß. Komm auf die Zehenspitzen des rechten. Die Hände kannst du kurz in die Hüften nehmen, dass die so auf einer Linie sind. Und dann hebe den rechten Fuß, pointe ihn, senk die Arme, atme aus. Die Finger zeigen nach unten, ein. Und ausatmen, flex den rechten Fuß. Einatmen, pointe, schau nach vorne in Augenhöhe. Ausatmen, flexe, pointe, flexen, pointen, flexen, pointe, flexe und pointe. Bleibe hier, spreiz die Zehen, spür die Beine stark bis zum Beckenboden. Aktiv die Energie nach oben ziehen. Senk den rechten Fuß nach vorne auf den Fußballen, heb die linke Ferse, du bist auf den Zehenspitzen. Und dann beug die Beine, heb die Arme nach vorne, Schulter hoch. Einatmen, senk die Arme, Scheitel strebt nach oben. Atme aus, beug die Beine. Einatmen, strecken. Ausatmen, beugen. Einatmen, strecken. Ausatmen, beugen. Einatmen, strecken. Ausatmen, beugen. Einatmen, streck die Beine. Atme aus, das letzte Mal beug die Beine. Dann streck die Beine, senk beide Fußfersen wieder zum Boden. Atme aus. Gewicht auf den rechten Fuß. Zieh das linke Knie nach vorne, greif um das linke Schienbein. Knie zum Brustkorb ranziehen, Schultern zurück, atme aus. Atme ein, Hände in die Hüften. Flex den linken Fuß, streck das linke Bein aus. Einatmen, Pointe. Kipp mit dem Oberkörper nach vorne. Komm in Virabhadrasana 3-Variante. Und dann wieder nach vorne, zieh das linke Knie nach vorne, ups, nach oben und streckt das linke Bein. Dann wieder über Knie zum Brustkorb, nach vorne kippen, ausatmen, Virabhadrasana 3. Einatmen, hebe das linke Knie und noch einmal streckt das linke Bein, pointe den Fuß, spreiz die Zehen und hebt die Arme nach oben. Tief atmen. Ruhig ein. Atme aus. Tief ein. Atme aus. Und noch einen. Atme aus. Beuge beide Beine. Senk die Arme zurück und lande im Ausfallschritt. Groß und weit nach hinten. Fußballen aktiv erden. Linke Hüfte nach vorne. Atme ein. Nimm den linken über den rechten Oberarm. Kreuz die Unterarme oder greif dir die Daumen ineinander, wo du auch hinkommst. Zieh die Schultern nach unten. Ellenbogen weg vom Brustbein. Tief der Atem. Aus dem Bauch. Weit ein. Atme aus. Tief der Atem. Aus dem Bauch aus. Einatmen. Und hier aus. Atme ein. Und atme aus. Lass die Hände, wie sie sind, einatmen. Senk das linke Knie. Atme aus. Mach den Rücken rund.
Bring die Ellenbogen zum Nabel. Und dann bleibe ich hier, zieh dein Kinn zum Brustbein. Kann ein bisschen wackelig sein, aber genieß diese Dehnung, die Öffnung hier in den Schultern. Noch eine. Dann heb den Oberkörper an. Entknote die Arme. Einmal führe die Arme weit nach hinten, groß, langgestreckt. Und dann ausatme wieder die Hände vors Herz und twiste nach rechts den linken Ellenbogen außen an das rechte Knie. Blick über die rechte Schulter, bleibe gerne hier. Oder streck das linke Bein. Halte das Bein aktiv, atme aus. Tief ein. Atme aus. Einatmen. Atme aus. Tief ein. Und aus noch einen. Atme aus. Schau zum Boden, bring beide Hände auf die Fingerspitzen oder Blöcke. Mach den Schritt etwas kürzer und bring die linke Ferse zum Boden. Streck das rechte Bein. Heb das Brustbein an, einatmen und tauch über das linke Bein, über das rechte Bein. Tief der Atem. Entspann die Schultern. Noch einen tiefen Atemzug hier. Ja, und dann beuge das rechte Bein und einen großen Schritt mit dem linken Knie außen zum rechten Fuß und setz dich an der Ferse vorbei. Gerne auf einem Block, gerne auch das linke Bein ausstrecken. Zieh den linken Arm nach oben und dreh dich nach rechts. So wichtig, dass beide Sitzbeinknochen am Boden sind oder auf dem Block. Und dann spüre den Atem hier in der Brustwirbelsäule, wirst du schön geöffnet. Weite. Vielleicht guckst du ins rechte Augeneck, vielleicht sind die Augen geschlossen. Du erfährst dich hier auf ganzer Ebene, achtsam, bewusst. Unbedeckt. Noch einmal hier ausatmen. Einatmen, komm nach vorne. Dreh dich zur anderen Seite gegen. Einatmen in die Mitte. Ausatmen, stell die Füße vor dir auf, nimm die Arme nach vorne und drück die Füße in die Matte und komm nach oben zum Stehen. Senk die Hände, Tadasana, spür dich hier weit in alle Richtungen ausgedehnt, verwurzelt. Gut, der Entweder machst du mit dem rechten Fuß einen kleinen Schritt zurück oder mit dem linken nach vorne, so schau, dass du einfach auf der Matte stehen kannst. Linkes Bein ist vorne, Hüften in einer Ebene. Einatmen, heb deinen linken Fuß, pointe den Fuß, die Finger ziehen nach unten. Ausatmen, flexe. Einatmen, pointen. Ausatmen, flexen. Einatmen, pointen. Ausatmen, flexen. Einatmen, pointe. Ausatmen, flexen. Pointe den Fuß. Flexe ihn. Und pointe, bleibe hier. Spreiz den Zehen. Spür Schienbein, Wade aktiv. Dann senk den linken Fußballen zum Boden. Heb die rechte Ferse. Balanciere, der Scheitel strebt nach oben. Beug beide Beine. Nimm die Arme auf Schulterhöhe nach oben. Einatmen, strecke. Und ausatmen, beugt die Beine, hebt die Arme. Einatmen, streckt die Beine, senkt die Arme. Ausatmen, beugt die Beine, hebt die Arme. Einatmen, strecken.
Ausatmen, beugen. Einatmen, strecken. Ausatmen, beuge. Einatmen, streck die Beine. Senke beide Fersen zum Boden. Atme aus. Linker Fuß, Standbein. Zieh das rechte Knie zu dir ran. Greif um das Schienbein. Zieh die Schultern zurück. Atme aus. Hände in die Hüften. Tief ein. Und dann streck das rechte Bein. Flex den Fuß. Einatmen, pointe den Fuß. Beug das Bein. Kippe nach hinten. Du kannst auch gerne die Arme zurückstrecken. Strecke beide Beine, soweit es geht. Dann beuge das rechte Knie zum Brustkorb. Streck den Fuß nach vorne. Und wieder zum Brustkorb. Nach hinten. Balanciere. Wieder Knie zum Brustkorb. Und dann streck das Bein nach vorne. Spreiz die Zehen. Einatmen, heb die Arme, heb die Mundwinkel. Nabel nach innen, atme aus. Tief ein. Atme aus. Einatmen. Atme aus, bleibe ich hier ein. Und mit der Ausatmung beug beide Beine und gib leicht mit dem Oberkörper nach vorne, lande ganz bewusst im Ausfallschritt. Rechte Hüfte schiebt nach vorne, linkes Knie über der Ferse, rechten über den linken Arm, kreuz die Unterarme und dann zieh die Ellenbogen nach vorne. Dann vielleicht nach oben. Weite hier. Nabel zieht etwas rück, der Atem ist tief, das vordere Bein gut gebeugt. Noch einmal hier einatmen. Atme aus. Senk das rechte Knie nach unten. Nabel nach innen, runder Rücken, Ellenbogen zum Bauchnabel und bleibe ich hier. Atme tief ein. Atme aus. Tief ein. Atme aus. Ruhig ein. Atme aus. Tief ein. Tief ausatmen. Einatmen, richte den Oberkörper auf, löse die Arme, zieh sie zurück und ausatmen, Hände vors Herz, twiste nach links, rechten Ellenbogen an das linke Knie, bleibe gerne hier oder hebe das rechte Knie weg vom Boden, atme aus. Tief ein. Atme aus. Ruhig ein. Ausatmen, drei. Einatmen. Ausatmen, vier. Einatmen. Atme aus, fünf. Einatmen, guck zum Boden, Hände zum Boden oder auf Blöcke, mach den Schritt etwas kürzer, rechte Ferse zum Boden, streck das linke Bein, Rücken lang. Zieh die linke Hüfte zurück und tauch über das linke Bein. Atme ruhig ein. Und atme aus. Tief ein. Atme aus. Und ruhig einatmen. Und vollständig aus. Einatmen. Ausatmen. Noch einen. Und atme aus. Einatmen, beugt das linke Bein, rechtes Knie außen zum linken Fuß, setz dich an der Ferse vorbei, zieh den Rücken lang, richte dich innerlich auf und twiste nach links, atme aus. Einatmen. Atme aus. Ruhig ein. Blick eventuell im linken Augeneck. Spür, wie der ganze Körper sich sanft öffnet, dehnt. Atem schwingt.
Noch einmal hier ein und atme hier aus. Einatmen nach vorne und dreh dich ausatmen zur anderen Seite gegen. Einatmen in die Mitte, bring das linke Bein nach hinten, Hände vor dir unter die Schultern und dann stell den linken Fuß hinten auf und heb das rechte Knie einmal richtig schön hoch, hoch, hoch. Streck es einmal nach hinten. Und für die Taube setz das rechte Knie hinter die rechte Hand, pointe den Fuß, wenn dein Schienbein so diagonal ausgerichtet ist, wenn es parallel zum vorderen Mattenrand ausgerichtet ist, dann flex den Fuß, achte eben auf dein Knie, gerne leg dir was unter die rechte Pobacke und komm dann langsam nach unten. Vielleicht kannst du die Stirn zum Boden oder auf die Hände legen. Und atme weit in die Rückseite des Körpers ein. Aus dem Bauch aus. Tief ein. Genieß die innere Achtsamkeit, Wahrnehmung aus diesem Raum heraus. Den ganzen Körper atmen, schwingen, spüren, singen, hören. Dann langsam, langsam richte dich auf, einatmen. Stell den hinteren Fuß auf, heb das rechte Knie, einatmen. Streck das Bein nochmal nach hinten und dann öffne die rechte über die linke Hüfte. Zieh den Nabel nach innen, streck dich so weit du kannst zurück. Vielleicht kreist du dein rechtes Fußgelenk ein paar Mal. Und dann strecke das rechte Bein, dreh die Hüfte ein. Bring dein rechtes Knie und Nasenspitze zusammen. Streck das Bein noch einmal nach hinten. Und jetzt führe dein rechtes Knie zum linken Oberarm, soweit du kannst, nach oben. Dann schieb die hintere Ferse zum Boden, streck das rechte Bein weit, weit aus, zur linken Seite. Und dann heb dich hier einmal mit dem linken Arm nach oben. Zieh die Schultern zurück, dein Becken hoch. Und genieße ganz viel Weite, ganz viel Raum. Und atme hier ein. Pass auf, hör zu. Senk dein Becken nach unten. Dreh dich jetzt zur anderen Seite, also zum hinteren Mattenrand, linken Fuß. Und für Janushirasana. Das rechte Knie beugen, Fußsohle innen zum linken Oberschenkel einatmen und dann wieder nimmst du einen Gurt, greifst mit der rechten Hand außen oder den Fuß, also Schienbein oder Fuß und die linke Hand oben drauf oder wenn du sehr flexibel bist, dann greif dein rechtes Handgelenk hinter dem linken Fuß und lass dich dann nach unten sinken. Atme tief und ruhig ein. Und atme vollständig aus. Tief ein. Atme aus. Ruhig ein. Spüre deinen Atem. Komplett leer werden, atme aus, langsam einatmen, richte dich auf, rechten Arm hinter dich, heb den linken Arm, komm nochmal auf das rechte Knie, Schienbein und öffne dich hier in der Variante. Nochmal die Leisten weit und dann atme aus, senke wieder nach unten, bring die Hände zum Boden. Für den nach unten schauenden Hund steig einfach zurück in den nach unten schauenden Hund. Atme hier tief ein
Atme aus. Das linke Bein nach hinten hoch einatmen. Und ausatmen, bring dein linkes Knie nach vorne. Höher, höher, höher. Diagonal ausrichten, Knie hinter die linke Hand. Streck das rechte Bein. Einatmen, Herz weit für die Taube. Lass dich langsam nach vorne sinken. Und genieße es, die Stirn abzulegen. Wo auch immer. Matte Hände auf dem Block, entspann die Schultern. Tief in deinen Beckenraum hineinatmen. Spür die Erde und die Verbindung hier. Tief nach innen. Mutter Erde. Noch einen Atemzug hier. Dann langsam, langsam, lauf mit den Händen zurück, zieh die Schultern zurück, einatmen, stell den rechten Fuß auf, heb das rechte Knie, heb dein Becken und dann streck das linke Bein nach hinten. Öffne die linke über die rechte Hüfte, Nabel nach innen, schieb die, streck die Arme so weit du kannst. Und kreis vielleicht dein linkes Fußgelenk ein paar Mal. Und dann streck das linke Bein, bringe Knie und Nasenspitze zusammen, heb dein Becken hoch und noch einmal führe das Bein nach hinten und das linke Knie zum rechten Oberarm, weit, 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 hoch, 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 hoch. Streck das linke Bein aus, rechte Ferse zum Boden und dann hebe dich hier einmal weit. Tief atmen, genieß die Dehnung hier. Öffnung in den Flanken, Schultern ziehen weg von den Ohren. Das ist wirklich ein Raum hier im Schulter-Nackenbereich. Tief ein. Und dann senke einfach dein Becken nach unten ab. Dreh dich rechts, das rechte Bein gestreckt und bring den linken Fuß innen zum rechten Oberschenkel. Einatmen, Wirbelsäule lang, mehr zum rechten Bein rotieren. Und dann tauche nach vorne. Links greift außen, wo auch immer du hinkommst, gerne auch mit Gurt üben oder du greifst hinter dem Fuß dein linkes Handgelenk. Rechts oben drauf. Nimm den Atem wahr. Spüre die Kraft, gleichzeitig wie die Hingabe. So die Polaritäten vereinen sich in dem bewusst wahrgenommenen jetzigen Moment. Dann atme aus, komplett leer. Einatmen, richte dich auf. Linker Arm geht nach hinten. Schienbein, Knie bleibt am Boden. Über den rechten Arm ziehst du dich nach oben, öffnest hier noch einmal weit. Tief atmen, du schiebst die Füße, die Hand nach unten und gleichzeitig entfaltest du dich nach oben. Und dann komm nach unten, setze ab. Strecke beide Beine nach vorne, flex die Füße, einatmen, aus dem Becken kipp nach vorne. Vielleicht möchtest du dich auch höher setzen oder wieder mit einem Gurt arbeiten. Atme aus, tauche, hebe die Beine. Der Kopf darf locker hängen, die Schultern ziehen aber sanft weg von den Ohren. Wenn du leicht zu den Füßen kommst, dann schieb mit den Daumen hier auf den Fußspann zwischen großen und zweiten Zeh, so die Innenkante der Füße weg. Die Außenkante der Füße schiebst du zum Körper rück. Dann nochmal gleichzeitig ein guter Akupressurpunkt, den du hier stimulieren kannst.
Tief der Atem. Noch drei Atemzüge hier. Und hier ausatmen. Heb sanft den Kopf, erde die Füße. Einatmen, richte dich auf. Hände hinter dir abstellen, Finger zeigen zum Gesäß, zieh die Schultern zurück, Füße hüftbreit und dann heb dein Brustbein, heb dein Becken hoch. Atme tief und ruhig ein. Atme aus. Tief ein. Und aus. Ruhig ein. Atme aus. Einatmen, gerne mit dem Löwen abschließen, Zunge raus, Augen weit auf, kräftig ausatmen. Heb den Kopf, senk die Hüften. Schieb das Becken etwas nach vorne, sodass du Platz hinter dir hast und roll dich Wirbel für Wirbel nach unten ab. Genieße, den Rücken in die Unterlage sinken zu lassen. Spür dich getragen hier, atme tief ein. Atme aus. Die Schulterspitzen zum Boden. Die Fersen sind nah am Gesäß und dann heb dich von hier in die Schulterbrücke, verschränk die Finger oder greif die Matte von außen und zieh die Schultern weg von den Ohren. Atme tief und ruhig ein. Atme vollständig aus. Tief ein. Atme aus. Nimm deinen Atem wahr, die starken Beine. Noch einmal hier einatmen. Und dann langsam ausatmen. Lege ab. Spüre nach. Bring die Füße mattenbreit. Hand auf Bauch, auf Herz. Nimm den Atem unter den Händen wahr. Zieh die Knie zum Brustkorb. Streck die Beine einmal nach oben. Und dann nimm die Arme nach vorne. Fühl Kreuzbein gut geerdet. Tief der Atem. Senke ausatmen das rechte Bein, hebe es wieder und senke das linke Bein. Heben und senken. Heben. Links senken. Hebe. Rechts senken. Hebe. Links. Noch einmal rechts. Und noch einmal links. Dann hebe, leg den Oberkörper ab, beug beide Beine, schieb mit den Händen die Schienbeine zum Körper zurück. Gut. Und dann schnapp dir einen oder beide Blöcke. Oder ich mache das Blöcke und Decke noch oben drauf. Du findest hier deine Etage. Stell dir die Blöcke unter das Kreuzbein, also heb sein Becken hoch. Und dann, also ich lege nochmal die Decke oben drauf und dann schaust du, dass du wirklich hier mit dem Kreuzbein auf dem Block liegst und ziehst dann die Knie zum Körper ran und streckst die Beine aus. Gerne die Arme geöffnet, gebeugt zur Seite. Dann die Augen schließen und den Atem spüren, wie er hier durch die Kehle rauscht. Nimm den Atem wahr. Bleibe konzentriert, bewusst ausgerichtet.
Genieße diesen stillen, weiten, magischen Moment. Bist komplett im Inneren, im friedvollen Raum. Aus diesem Raum heraus erfährst du dich in deiner Gänze, in dein dich ganz, ja. Erkennst dich. Und dann atme hier nochmal ein und beug die Beine. Senk dann die Füße zum Boden ab. Heb dein Becken hoch und nimm alles auf die Seite. Erstmal. Die Decke kannst du griffbereit halten, falls du sie benutzt hast. Okay. Zieh die Knie zu dir ran, greif von oben auf die Knie mit den Händen und dann kreis die Knie ein paar Mal in die eine Richtung. Und in die andere Richtung. Geh nochmal abwechselnd ein Knie zu dir ran, das andere weg. Und dann zieh nochmal beide Knie ganz nah zu dir ran. Schieb die Nasenspitze zwischen die Knie, mach dich ganz klein. Spann alles an. Und dann lass ausatmen, los. Strecke Beine, Hände, Füße aus. Und deck dich zu für Shavasana. Deinen ganzen Körper hier. Jetzt. Neu ausrichten lassen. Das, was du gerade aktiv gemacht hast über die Asana-Praxis, über den Atem, machst du nun, lässt du tun. Du gibst ab. Gibst deinen physischen Körper Mutter Erde hin, wie ein kleiner bewusster tobt. Du lässt es los und lässt geschehen. Vollkommene Hingabe, du gibst dich hin dem jetzigen, ewigen Moment. Lass dich hier hineinfallen in einem vollkommenen Vertrauen, dass für dich gesorgt ist, dass du beschützt bist. Verbinde dich mit der Ewigkeit, sodass du aus diesem ewigen Raum unseres Universums, unseres kompletten Seins, so aus diesem Raum heraus dich neu schöpfen kannst, kreieren kannst. Bleibe einerseits wach im Geiste, beobachte hier aus diesem ungedeckten Raum heraus, aus dieser ewigen Weite heraus. Du bist Bewusstsein aus diesem Raum heraus. Nimmst du dich jetzt wahr und lässt deinen physischen Körper komplett los. Entspanne die Zehen, Fußsohlen, Fußgelenke, Waden, Knie und Oberschenkel, Hüften und Gesäß. Gesamten Beckenraum weit. Unterer, mittlerer, oberer Rücken entspannt. Bauch und Brustkorb entspannt. Finger, Hände und Arme. Schultern und Nacken entspannt.
Entspanne die Kopfhaut. Entspanne die Stirn. Augenbrauen, Zentrum der Augenbrauen weit. Lass die Augäpfel zurücksinken, entspanne die Augen. Wangen, Knochen und Kiefergelenk entspannt. Die Zunge gelöst, liegt weich in der Mundhöhle. Die Lippen weich und entspannt. Entspanne den Oberkiefer und die Nase. Entspanne die Ohren. Entspanne alle Gesichtszüge, die Haut am ganzen Körper. Lass los, entspanne. Lass los. Gebe ab, gib dich hin. Vollkommen präsent. Ruhig liegen. Wenn es dir jetzt so geht wie mir, ich könnte jetzt noch ewig so liegen bleiben. Aber erfahre dich hier nochmal bewusst und atme dann etwas tiefer ein. Komm jetzt zurück in den Körper. Vielleicht möchtest du dich erstmal in kleinen Bewegungen oder länger strecken in den Körper zurück. Oder du rollst einfach auf die rechte Seite. Hier treffen wir uns. Bleibst hier liegen, spürst hier nach. Langsam kommst du nach oben. Lass die Augen noch geschlossen und spür dich hier nochmal in der aufrechten Position, so dass du so wie wir begonnen haben, der bewussten Wahrnehmung von dem, was ist, noch abschließen, vielleicht
Jetzt ein wenig präsenter und friedvoller. Angekommen. Wenn du möchtest, nimm die Hände vor das Herz, atme sanft ein. Schließe mit dem Om ab. Shanti, 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 Hariom. Und wenn du möchtest, dann senk die Stirn zum Herzen und dein Herz zur Mutter Erde und bedanke dich innerlich. Bedanke dich für all das, was noch Wunderschönes erlebt werden darf, gespürt werden darf. Und wenn du soweit bist, dann öffne langsam die Augen und heb den Blick und ich sage, danke dir.